Hallo Leute, Folge 5 unserer Reihe Telekom Kunden- und Telefoniecenter Festnetz. In diesem Video geht es um das Thema Sicherheit. Das ist gar nicht so viel, da sind wir schnell durch. Falls ihr nicht wisst, wie ihr hier ins Telefoniecenter kommt, schaut euch dazu Folge 2 an. Ich habe sie oben in der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Waldsperre. Schützen Sie sich vor unerwünschten Telefonkosten und sperren Sie gezielt kostenpflichtige Dienste und Rufnummern. Hier sperrt ihr also euren Festnetzanschluss für kostenpflichtige Rufnummern. Ganz oben Call-by-Call-Verbindungen, 0137 und 0138 Rufnummern, 0180 und 0900. Zum Sperren der jeweiligen Bereiche setzt ihr vorn in den Kästchen einen Haken. Die Sperre für Call-by-Call gilt übrigens für alle Rufnummern eures Anschlusses. Im nächsten Feld sperrt ihr Auslandsverbindung. Entweder alle Verbindungen ins Ausland oder nur Interkontinentalverbindung. Unter individuelle Rufnummern könnt ihr alle Rufnummern sperren, wobei dann auch nur noch 110 und 112 erreichbar ist und Rufnummern, die ihr in die Positivliste eingetragen habt. Um der Liste Einträge hinzuzufügen, gebt ihr hier in dieses Feld ein und klickt auf das Pluszeichen. Mit dem Setzen des Hakens sind dann Rufnummern, die auf der Positivliste stehen, auch erreichbar. Im gegenteiligen Fall könnt ihr einzelne Rufnummern sperren, die ihr in die Negativliste eintragt. Das Eintragen funktioniert genauso wie bei der Positivliste. Rufnummer eingeben und auf Plus klicken. Haken nicht vergessen und die Negativliste ist aktiv. Änderungshistorie ist eine Auflistung aller Änderungen in den Wahlsperren. Alles, was ihr blockiert, löscht und zu einer Liste hinzufügt, wird hier protokolliert. Zurücksetzen. Damit werden alle Veränderungen, die ihr an dieser Rufnummer vorgenommen habt, wieder zurückgesetzt. Auch die Kurzwahlen und die Einträge der Negativliste werden gelöscht. Einstellungen, die alle Rufnummern betreffen, sind hiervon ausgenommen. Okay, das war also Teil 5 Telekom Kunden- und Telefoniecenter Festnetz. Vielen Dank für das Interesse und vielleicht bis zum nächsten Teil. Ciao!